Warum wir in einer Matrix leben, Teil 1. Ja, wie fängt man da wohl am besten an? Am besten mit dem Witz. Kommt Fritzchen in die Bar und lernt einen Logiker kennen. Fragt Fritzi so den Logiker, was genau kann man da und was macht er so? Darauf der Logiker, okay, ich erklär's dir. Hast du ein Aquarium? Darauf Fritzchen, ja. Dann sind da auch bestimmt Fische drinnen. Fritzchen, ja. Und der Logiker, wenn da Fische drinnen sind, dann magst du auch bestimmt Tiere. Fritzchen wieder, ja. Wenn du Tiere magst, dann magst du auch Kinder. Fritzchen, ja. Wenn du Kinder magst, dann hast du bestimmt auch welche. Fritzchen sagt wieder, ja. Wenn du Kinder hast, dann hast du auch eine Frau. Ja. Und wenn du eine Frau hast, dann liebst du Frauen. Fritzchen wieder, ja. Und wenn du Frauen liebst, dann liebst du keine Männer. Logisch, sagt Fritzchen. Und wenn du keine Männer liebst, dann bist du auch nicht schwul. Und der Fritzchen so, stimmt. Wahnsinn. Darauf trifft Fritzchen seinen Freund und sagt, ich muss dir was erzählen. Ich bin Logiker. Der Freund, ein was? Der Fritzchen so, ein Logiker. Pass gut auf, ich erklär's dir. Hast du ein Aquarium? Der Freund so, nee. Darauf der Fritzchen, okay, du bist schwul. Wobei ich nichts selbst gegen Homos habe, nur etwas gegen das Tuntige, aber solange die schön brav und leise sind, interessiert es mich auch nicht. Dein Leben, mein Leben, ist nicht mal kurz in 5 Minuten erklärt. Wir haben auch nicht in 5 Minuten die gesamte Geschichte der Menschheit mal durch, in allen Facetten erlebt, durchdacht und wiedergegeben. Warum wir in einer Simulationsmatrix leben, warum ausgerechnet du im Einzelnen das nicht sehen und wissen kannst. Oberflächlich sind schnell irgendwelche Dinge in den Raum geworfen und ihr kennt es. Der dümmste oder primitivste Kommentar erhält am meisten Zuspruch und Likes an erster Stelle unserer Schwarmintelligenz, möchte ich mal sagen. Und ein Großteil des Gesamtbewusstseins bleibt darauf fixiert, manifestiert und kleben. Und das wollen wir ja nicht. Aber die Schöpfung und das Spiel ist grandios und genauso primitiv in der Logik programmiert und ferngesteuert wie eine künstliche Intelligenz. Ich hatte ja schon einige Videos zu Alexandre Laurent gemacht mit Gott ist eine KI. Und nun werde ich explizit in einer mehrteiligen Staffel das Ganze so in logischen Aspekten und Perspektiven zusammenfassen. Das sind wirklich viele Informationen und Gegebenheiten, was du selbst aus deiner Wahrnehmung heraus bestätigen sowie ergänzen kannst und teils bisher auch noch nicht wusstest. Nachdem wir, warum wir in einer Matrix leben, Simulationsmatrix, Simulation leben und so weiter gesehen haben, liegt die Wahrheit und Beweislast bei über 51% zugrunde. Das ist nur, damit es so gilt ist und eigentlich ist es noch viel mehr und passt schon so, aber man muss es ja erstmal verstehen und gesehen haben. Dass wir somit bewusster auf die nächste Ebene gehen können und um mich herum leben nur Bauern. Und alle, die kein ChatGPT oder direkte KI nutzen, zu blöde für eine Smart Home Einrichtung sind oder dein dummer Vorder hat schon 10.000 Mal ist er aufgestanden und hat den Lichtschalter dementsprechend geklickt, um das Licht auszumachen und du wirst dies auch tun, oder? Zum Thema, braucht man das überhaupt, bis hin zu denen, die nicht mal den Computer haben oder nutzen und das sind halt für mich Bauern. Zivilisierte Neandertaler, um es mal freundlich auszudrücken. Die Kommentarfunktion ist deshalb deaktiviert für Fragen, weil die in anderen Episoden und Reihen, Staffeln, je nachdem, ja, dann beantwortet werden. Und jeder ab Teil 4 bis zum Schluss aber dennoch Kommentare hier abgeben kann. Damit ich vielleicht hier und da noch weiteres einfließen lassen kann für das verständlichere Bewusstsein, damit es einfach von der Logik her besser rüberkommt und stelle dann Fragen, sachlich, fachlich, tief emotional, wird auch dementsprechend alles dabei sein. Und kommen wir zu Teil 2, wo es direkt losgehen wird. Ich bedanke mich vorab und wünsche euch hiermit eine bewusste Freude.